Erregung bestätigt. Hallo liebe GamePro-Leser, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Video zu Rainbow Six Vegas für die Xbox 360. Wie der Name schon sagt, dreht sich im neuesten Teil der beliebten Taktik-Action-Reihe alles ums Zockerparadies Las Vegas. Ihr seid im Story-Modus mit euren zwei KI-Kameraden allerdings nicht nur auf dem Las Vegas-Trip und in Casinos unterwegs, sondern auch auf den staubigen Straßen Mexikos wie hier oder in Fabrikgebäuden, dunklen Tiefgaragen oder in gotischen Kathedralen. Rainbow Six Vegas bleibt den Wurzeln der Serie treu, wurde aber sinnvoll überarbeitet und entschlackt. Statt drei Begleitern habt ihr nur noch zwei Teampartner dabei. Wie beim Vorgänger Rainbow Six Lockdown erteilt ihr den meist sehr clever agierenden CPU-Kumpanen nur indirekt Befehle. Per Fadenkreuz schickt ihr sie an bestimmte Orte, gebt ihnen per Teamtag den Befehl, gezielt Gegner zu attackieren oder lasst sie in von Feinden bewachte Räume stürmen. Wie das geht, zeige ich euch hier. Via Snakecam schauen wir erst einmal, was sich hinter der Tür des bewachten Gebäudes befindet. Dann weise ich meine Jungs an, die Tür zu öffnen, eine Handgranate in den Raum zu werfen und diesen anschließend zu stürmen. Aufs Eindringen vorbereiten. In Positionstellung. Granate und räumen. Granate und räumen. Granate und säubern. So, und ab geht's. Anstatt euch mit langwierigen Planungsphasen herumzuschlagen, bekommt ihr eure Missionsziele direkt vor dem Einsatz mitgeteilt. Dabei fliegt ihr im Helikopter übers nächtliche Las Vegas und genießt dabei einen atemberaubenden Blick auf die enorm detailliert dargestellte Stadt. Diese wurde recht authentisch umgesetzt und enthält auch Originalgebäude wie den Stratosphere Tower. Die Einsätze selbst finden aber aus rechtlichen Gründen in Fantasie-Casinos statt. Während des Flugs könnt ihr eure Ausrüstung modifizieren und euch die gewünschten Ballermänner und Granaten ins Arsenal packen. Jetzt seilen wir uns ab und los geht der Spaß. Kernige Action mit taktischen Feuergefechten gibt es in Rainbow Six Vegas zuhauf. Dank der eingängigen Steuerung und praktischer Zoom-Funktion der Waffen heizt ihr den Bösewichtern ein. Die tolle Grafik ist dabei ganz klar eine der Stärken des Spiels. Von spektakulären Waffeneffekten über die grandiosen Licht- und Schattenspielereien bis hin zu den tollen Soldatenmodellen wird hier einiges fürs Auge geboten. Die Missionen sind angenehm abwechslungsreich designt und stellen euch immer wieder vor überraschende Wendungen. In dieser Szene nehmen wir erst eine gesuchte Terroristin fest, werden aber kurz darauf selbst überrumpelt. Ihr habt Marcello getötet. Nicht clever. Die Leute liebten Marcello. Sprich! Fick dich! Rainbow Six Vegas bietet alles, was Freunde anspruchsvoller Action wollen. Die taktischen Elemente, die superbe Präsentation und die spannenden Missionen halten euch bis zum Abspann bei der Stange. Für mich gehört der Titel auf jeden Fall ins Regal jedes Xbox 360 Besitzers. Und während ich hier noch meinen Jungs aushelfen und sie heilen muss, sage ich schon mal Tschüss und wünsche euch viel Spaß mit dieser Action-Granate.